Hey ho Leute und herzlich willkommen zurück zu Horizon Zero Dawn Frozen Wilds. Ja, wir sind noch auf dem Kopf, auf der Satellitenschüssel von diesem wunderschönen Langhals, den wir in der letzten Folge überblickt haben. Wir werden es einfach mal abseilen, würde ich sagen. Einfach mal runter, komm! Die haben Animation beim Abseilen immer so mega, ne? Auch wenn man danach fast zertrampelt wird. Aber egal. So, Beobachter-Eigenschaftsprotokoll USB-C. Ja, mach das mal. So, was haben wir denn heute in der Folge vor? Ja, wir werden natürlich weiterhin versuchen, die Aufmerksamkeit des großen Verax auf uns zu ziehen, um in unserer Hauptstory hier deutlich weiterzukommen. Wir haben noch 800 Schritte so weit. Ja, okay, das kriegen wir trotzdem hin. Da habe ich halt ein bisschen mehr zu labern. Das sollten wir überbrücken können. Wo ist denn eine Reitmaschine? Kann ich in die Reitmaschine rufen? Hier so? Reitmaschine, hallo? Ja, hallo, Freund! Wie geht's dir so? Hi! So. Sollte jetzt deutlich schneller gehen. Denke ich mal. Hoffe ich mal. So. Ja, geht deutlich schneller. Ja, schon. Go, go, go. Komm in die Puschen. Galopp, galopp, galopp. Kann ein Widder galoppeln? Ich weiß es nicht. So. Heute wollen wir mal ein bisschen in die ernsteren Pfade gehen und. Heute bekämpfen wir mal keine Maschinen. Heute bekämpfen wir Menschen. Wir wollen ein Banditenlager ausbluten lassen. Denn wir wissen ja, die Banditen sind böse und. Ja, macht mal schon ein bisschen lustig. Zu steil zum Reiten. Na gut, ciao, Kumpel. Gehen wir halt alleine weiter. Jetzt kommst du so rüber. Achso, schön, ja gut. Ja, Kumpel, also ich nehme da Rücksicht auf dich, keine Sorge. Ja, heute wollen wir das Banditenlager angehen. 500 Stück trennen uns noch. Warum ist hier gerade eine Felswand? Das finde ich aber asozial, ohne Scheiß. Ich will doch nur einmal durch die Wildnis reiten. Da komme ich doch wieder nicht hoch mit meinem Reittier. Doch, hier komme ich hoch mit meinem Reittier. Das taugt ja doch zu was. Obwohl, das ist ja sogar fast ein Weg hier, ne? Ein Bär! Ja, nee, das, was ist das? Es war was. Hier komme ich nicht hoch. Okay. Leider ist noch immer kein Reittier, mit dem man klettern kann. Was ja traurig ist. Okay, wir müssen auf die andere Seite von dem Teil. Also, gehe ich einfach mal den Bergpass hier hoch, oder? Also ich weiß natürlich nicht, ob es der richtige Weg ist, aber ich gehe einfach mal hoch. Warum? Weil ich es kann. Und weil es uns wahrscheinlich über den Berg hier führen wird. Oder? Also wir müssen in die andere Richtung eigentlich. Muss ja drüben auch irgendwo weiter? Nee, ne? Egal, wir werden hier einfach mal hochgehen. So. Vielleicht kommen wir so ja über den Berg. Kann ja sein. Ich hoffe es mal. Das sieht ziemlich gut aus. So. Vielleicht haben wir ja Glück und wir kommen drüber. Das sieht schon ganz gut aus. Ja, 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 das könnte funktionieren. Das könnte funktionieren. Ich hoffe es natürlich. Aber wir sind viel zu hoch. Hätte man nicht einfach über den Berg, um den Berg rumgehen können? Oder ist das Banditenlager so hoch gelegen? Also das Banditenlager ist auf jeden Fall irgendwo da drüben. Das weiß ich. Ja, wir gehen exakt in die richtige Richtung. Das finde ich sehr gut. Komm mal, kannst du rutschen? Ja, ey, Leute, ist ja schon. Beweise dich vor dem Bier. Okay, 400 Blöcke wollte ich gerade sagen, trennen und da wir sind den ausnahmsweise mal nicht bei Minecraft. Es ist da vorne schon. Sehe ich es da vorne schon in der Ferne? Aber wo kann ich hier schon ein Reittier rufen? Ach, da bist du ja. Bist du ja doch hochgekommen, mein Freund. Das ist doch schön. Hi. Come back. Komm doch her. In die andere Richtung, Kumpel. Komm hier lang. Wir reiten bis zur nächsten Kletterpartie, weil dann kannst du ja eh nicht mehr klettern und so weiter. Du kennst es ja. Rolltour. Kommst du da runter? Nicht doof, dass hier ein Kontrollturm ist, ne? Alter! Da sind die gerade mega asozial mit dem Kontrollturm da, ne? Meine Schutzschilde lahmgelegt. Okay. Ich wollte eigentlich zum Banditenlager, aber wenn der Kontrollturm es wirklich so will, dann soll es der Kontrollturm haben. Ohne Scheiß. Ich hab's nicht, lass mir das gefallen vom Kontrollturm. Weißt du was? Wir gehen jetzt snipern. Präzisionspfeile sind hier am Start. Weißt du was, wir machen jetzt dreifach Präzisionspfeil. Hier, komm, putz. Nichts ist stärker. Bams! Alter! Das war der Turm, würde ich sagen, ne? Alter, mit den dreifach Präzisionspfeilen ist das hier einem eine Tontaube schießen. Kann ich die zufällig in Brand setzen? Also so rein in der Theorie. Kann ich den Brand setzen? Jetzt komme ich soweit. Ja, ich komme soweit. Sehr schön. Ja, geil. Okay. Mal gucken, ob ich die ganze Brand setzen kann. Ich komme nicht soweit, das ist das Problem. Komm mal her.
gut. Ein bisschen treffe ich sie ja doch. Lauf mal schön rein. Ja, den treffen wir schön, sehr schön. Letzter Schuss. Dann craften wir nach, Aloy. Ist doch kein Problem. Ich meine, wir kommen ja sowieso nicht hoch. Also von dem her können wir uns Zeit lassen. Ja, auf einmal überrascht uns jemand von hinten. Ich kenne das Spiel doch. Komm schon, du brennst doch gleich. Ich sehe das doch. Komm schon. Das war's doch hier schon wieder, Mann. Die Munition ist teuer. Kannst du nicht gleich brennen? Ich habe halt keine Muni mehr. Ohne Scheiß. Weißt du was? Machen wir es halt so. Du musst aber nicht so willst. Bist du gerade wirklich außer Reichweite? Der ist gerade wirklich außer Reichweite gerannt. Ist das dein fucking Ernst? Ja gut, dann halt nicht, ne? Also, ich muss sie nicht töten. Nee, dann halt nächstes Mal. Passt schon. Mann, voll assi. Dann halt nicht. Du brauchst jetzt aber auch echt nicht zurückkommen, ne? Das ist bewusst, ne? Du brauchst jetzt gar nicht denken, dass du jetzt zurückkommen kannst. Ne? Das haben wir nicht gewettet. Ja, den nehmen wir noch mit. Okay, ich dachte, der brennt deutlich schneller. Oh Gott, die Feuerpfeile bringen ja gar nichts. Oh Gott, wir haben gleich ein Problem. Oh Gott, wir haben gleich ein deutliches Problem. Oh Gott. Ich muss den zum Brennen kriegen. Ich muss einen von denen zum Brennen kriegen. Sonst wird da nichts. Davon brennt, haben wir schon so gut wie gewonnen, weil dann explodiert er. Kampf mit Feuer, Alter! Die mit Feuer, ich mit Feuer! Ach, hi! Ja, Kumpel! Hi! Nachcraften, bevor Feuer spuckt! Hi, Kumpel! Alter, Mann, jetzt hat er seinen Feuerbuff verloren! Mann, das ist assi! Nein, du kommst hier nicht näher! Nein, geh weg, geh weg, geh weg! Oh Gott, oh Gott! Kriegt er nicht komplett zu. Ja, das war natürlich geil! Erste Sahne! Nein! Ich will keine Munition, aber die Munitionskapazität nicht ein bisschen erhöhen! Ich will jetzt sie auch nicht treffen. Meine Röstung ist stark genug für deinen scheiß Flammenschwall hier. Also nicht mehr lange, aber doch. So, gleich Brenner. Brennst doch schon so gut wie, Mann! Komm jetzt! Brenn jetzt richtig! Ja, Mann! Wow! Explode! Versuchen wir das. Nieder sogar. Geil. Alter, ich baller den weg, ohne Scheiß. Geil, die Waffe bringt ja voll. Hätte ich nicht gedacht. Wo ist der andere Dulli? Oh Gott. Also wenn ihr Horizon Zero Dawn spielt und so weiter, könnt ihr diese Sachen, die ich hier gerade zeige, nicht ausprobieren. Das ist ein kleiner Tipp, dass ihr nicht mit zwei Feuerspuckern hier rumspielt und eure Waffen testet. Das kann wirklich nur ich machen, weil ich so eine wirklich krasse OP-Rüstung gerade anhabe. Da kann ich mir das leisten. Das funktioniert ja mega! Gott, das funktioniert wirklich mega! Die Waffe ist krass wie die Teile. Ja, überrenn mich. Passt schon. So. Alter, die Waffe ist krass. Fällt mir richtig. Ja gut, jetzt habe ich nicht mehr Material, um das weiterzubauen. Ich könnte zwar deutlich mehr Schaden machen, aber... Also ich meine, so Schaden. So, ist down. Sehr schön. So. Haben wir den Turm hier einfach auf mitgenommen. Oder besser gesagt, die Kreaturen um diesen Turm, besser gesagt. Den Turm haben wir ja mit einem Hit wirklich geschafft. Mit einem Präzisionshit.
So, dann wollen wir mal zu dem Ziel kommen, wo wir eigentlich ursprünglich hin wollten. Jetzt jagen sie mich. Jetzt jagen sie mich. Sollen sie es doch versuchen. So, wollen wir sneaky rein oder wollen wir einfach reinpreschen? Ich glaube, wir machen das so, wie wir es immer gemacht haben. Ist das dein fucking Ernst? Wo bist du? Hallo! Und wie ist es so? Bitte. Ja, gut. Man sollte halt auch treffen, ne? Ja, gut, jetzt haben wir das ganze Lager in Aufruhr versetzt. Das ist ja geil. Hast du wieder super hinbekommen, Rayon? Gut gemacht. Den treffe ich auch halt überhaupt nicht, ne? Schön, dass das ganze Lager jetzt schon aufruft ist. Hi, Freunde. Ich habe auch keine Munition mehr. Sehr schön. Und der Anführer kommt auch schon raus. Hat ja schnell lange gedauert. Leute, ich habe eine Idee. Also, schön, dass ihr alle hier seid. Hi. Leute, lass mich mal hier so. Okay, das funktioniert nicht. Ich dachte, die Waffe funktioniert hier auch so gut, aber nein, ich hab mich vertan. So. Ich hasse, wenn 30 Leute auf mich ballern, das ist assi. Da kann ich nicht ruhig anzielen. Seht ihr doch, wie ich verziehe? Ja, ruhig und zack. Ja, nix. Wow. Guck mal. Ich glaub, mich hier mal am allermeisten. Ach, hi. Ja. Ich würde ihn aber nach Nahkampf machen. Alter, die einfach aushalten, ne? Normal mache ich die mit dem Handy, normalerweise easy. Hi. Gerne nach Nahkampf machen. Können wir gerne machen. Also ich habe da überhaupt kein Problem mit. Wie viele Leute sind eigentlich drin? Und guten Tag. Habe ich den echt nicht getroffen, ohne Scheiß? Hi. Ja, ich weiß, dass meine Rüstung gerade am Arsch ist. Ich bin bewusst. Den roll ich hier auch gerade aus dem Weg, damit meine Rüstung sich wieder auffüllen kann. Das ist mir bewusst. Was will der Typ da oben eigentlich? Hat er eine Mission oder so? Ja, ich hätte eine Mission, wenn ich den treffen würde. So, das war's mit dir, Heldi. Leise? Was? Ey, Leute, das haben wir nie gemacht. Was sehe ich denn da drin? Ich sehe da explosive Fässer. Es gibt halt nur so eine Idee. Ich bin gerade überhaupt nicht. Ja, hallo! Lass das mal bitte. Danke. Ich bin in eurem Lager. Was macht ihr eigentlich da draußen, Leute? Es bringt gerade wenig, dass ihr da draußen seid. Ist euch das eigentlich bewusst? Leute, wen muss ich hier umbringen, um das Lager einzunehmen? Hm? Wer stellt sich mir jetzt in den Weg? Freunde. Ach, da ist der Anführer. Ach, hi. Du, dann komm ich mal zu dir, Freundchen, ne? Das ist hier, glaube ich, nicht so schlimm, oder? Hallo! Lass mal bitte. Du weglaufen? Nö. Was? Nix neu von mir. Was ist hier neu von mir? Eure komplette Formation ist am Arsch. Eure komplette Formation ist down. Ich mach. Lass dich so oft neu von mir, wie du das willst. Ey, verstecken gilt nicht. Was ist denn los? Was war's mit dir? Leute, wer lebt denn noch? Haben wir's? Banditen sind nicht subtil.
Sie auszuschalten würde ein ganz anderes Signal setzen. Hm. Würde den Banditen anführen. Haben wir das nicht schon? Muss ich jetzt noch weiter hoch? Ist da oben weiter mit den Leuten, oder was? Wir gehen mal hoch. Ein Alarm. Damit könnten noch viel mehr angelockt werden. Okay. So. Jetzt ist Ruhe. Was wird denn Banditen anführen? Haben wir das nicht schon? Was ist das hier oben für ein epischer Loot? Pigment. Oh gut, schön. Okay. Sind da oben noch mehr Leute oder was? Ich glaube, da oben geht das Lager weiter. Oh, okay. Also ich habe da kein Problem mit, ne? Also ich hab Zeit. Hi. Du bist mal still, ne? Also, ich bin zwar kein Freund von Sneaky Peaky und so, aber trotzdem, lässt du das mal bitte. Wir müssen da hoch, ne? Okay. Wollen wir sie mal aufwecken? Ich geh zur Chance schon, oder? Leute, ich bin hier! Seht ihr meine Brandpfeile nicht? Ich bin hier! Ihr kommt doch! Hey. Ja. Kannst du mal bitte mit deinen Energiepfeilen das lassen, Alter? Bitte in der Sonne reden, solange du willst. Ja, Rüstung bitte regenerieren, das ist ja nett von dir. So, das ist ja noch so ein Dulli, der das alles nicht mitbekommen hat. Ich will jetzt nicht durchkommen. Hallo, Freund! Ciao, Freund. Wo ist denn hier diese Banditen anführen? Wo hat sich der verkrochen, verdammt? Langsam müssten wir hier durch sein. Was ist hier die Phase? Sind wir durch? Da geht's ja immer noch weiter. Was ist denn los? Ach, haben wir's? Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Riecht friedlich. Ich hasse Frieden. Hi. Viele Menschen sterben friedlich. Hi. Ich nicht. Mir schwant etwas. Durchsucht das Lager. Hier wird es sogar einen Trampler übersehen. Ja gut. Ich würde sagen, wir machen den mit dem Handy weg, oder? Der hat nie gelebt. Harz. Da war nix. Ach, das Dampf, oder? Ich hätte am Anfang anballern sollen. War eine dumme Idee. Ach, das sind alles elite Gegner. Ja, geil. Okay, gut. Hallo, mein Freund. Okay. Ich würde sagen, wir setzen jetzt einfach mal einen auf Nahkampf. Das funktioniert, glaube ich, ganz gut. Oh, shit. Hä? Der ignoriert mit seiner Waffe meine Rüstung. Meine Rüstungswert. Das ist Assi. Hallo. Rüstung, regenerierst du dich mal bitte? Das ist Assi sonst. Rüstung, hallo. Wo ist sie hin? Da. Bin ich da. Alter. Hey, Kumpel. Schau, Kumpel. Was ist denn der Rest? Du hast doch so eine krasse Waffe. Warum darf ich die nicht klauen? Mal. Hat die das wirklich nicht getötet? Was ist denn los? Mann, ich dachte, jetzt kann man ein episches Finish draus machen. Aber nein, wollen wir nicht, ne? Das ist mein Ende. Das ist mein Ende? Ist das dein Ernst? Wer liegt am Boden? Ja, gut, das ist mein Ende. Wie gesagt. Na, lieber Banditenanführer, was ist das? Die Feuerwaffe der Osseram. Könnte nützlich sein. Oh, schön. Das ist jetzt mein Lager. Banditenlager Steinfall. Easy. Also, wenn es weiter nichts ist. Der Lehrer erfährt bald, dass ich das Banditenlager zerstört habe. Ich wette, man kennt mich schon in ganz Sangesgrund. Zeit, Aratak herauszufordern. Sehr schön. Aber was ich noch gucken. Nee, das kommt mir in der nächsten Folge. Ja. Ryan sagt, ciao, macht's gut. Und bis zum nächsten Mal. Lass dir kleine. Stufe 52. Lass dir kleine.
Einen kleinen Kommentar und auch eine kleine Bewertung da. Ranzer, ciao, macht's gut, bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao!